eine frühere ULF-Soldatin mit einer Sprengweste in einem russischen Flieger. Sie zwangen sie, da bin ich sicher. Samara, eine gute Kämpferin. Sie stieß während der Besatzung zu mir, aber ihre Familie ging vor. Was war an der Absturzstelle? Sie haben Beweise gegen uns platziert und den Rest eingesammelt. Wir töteten viele und nahmen die Handys. Und die Blackbox? Hab alles gelöscht. Schlau. So kann Makarov nicht die Wahrheit verdrehen. Wenn Conny-Agenten an Bord waren, sind sie irgendwie entkommen. Makarov hinterlässt keine Spuren. Manche werden glauben, die ULF sei verantwortlich. Dank dir gibt es keine Beweise. Man wird spekulieren, aber du hast Makarov gut ausgespielt. Das genügt nicht. Alex verfolgt Conny. Wenn sie in Uruzgan sind, findet er sie. Verstanden. Wenn ich mich mit 141 treffe, wirst du erfahren, was wir wissen. Und Farah? Ja, Leswell? Tut mir leid wegen Samara. Mir auch. Wie hattet ihr euch? Grafik ist brutal, Leute. Meine Brüder. Wie geht's dir, Genosse? Jetzt besser, Captain. Verschissene Ultranationalisten. Security-Aufnahmen vom Flughafen. Er hatte einen Boardingpass für Flug 761. Falscher Pass. Oder Insiderjob. Wohl eher. Er ging einfach durch. Das war ein Spaziergang. Scheiß Makarov. Was haben Farah und Alex? Nicht genug für Beweise. Dieser Bastard bestückt amerikanische Raketen mit Chemiewaffen und tötet eigene Leute. Zivilisten. Und die Schuld gibt der Farah. Und den USA. Ihr spielt mit dem Feuer. False Flag Operation. Er will Krieg. Ost gegen West. Der Titelkampf. Fällt die Welt darauf rein, Kate? Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten ihn schon in der Scheißhand. Wir hätten ihn damals töten sollen. Was hielt euch ab? Verdansk. Gold Eagle an Bravo 6. Die Security meldet Schüsse und mindestens eine Explosion im Stadion. Mehrere Verletzte. Verstanden, wir sind unterwegs. Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen sie ihn raus. Lebend. Verstanden, wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Da ist das Stadion. Vibes. Vibes. Fuck, Mann, wie soll man die erwischen?
Ach so, aber das war doch eine Blendgranate, oder? Leute, aus dem Weg. Oh, rennt er mir wieder rein. Das ist ja mega schwierig. Mein Gott, wie soll man das machen? Oh, fuck it. Mann. Wie soll man die angreifen? Meine Güte. Schwierig, die alle zu erwischen. Digga, bitte. Geh aus dem Weg. Komm schon. Schwierig. Damn. Komm raus da. Alter, das ist echt richtig schwierig, hier keine Zivilisten zu erwischen, Mann. Mann, dieses Licht, man erkennt doch auch nichts. Müssen da wahrscheinlich hoch. Kritisch. Ist das Ding noch da, Alter? Wo ist er? Geh zu. Scheiße.
Hände sehen! Rettungskräfte, nicht schießen! Wie seid ihr reingekommen? Die Security hat uns reingelassen. Zu wem gehört ihr? Bitte, wir wollen Scheiße, ihr Leben retten. Scheiße, ich brauche Hilfe hier. Soldat, bitte halten Sie mich. Bleib hier, Sergeant. Diese Leute müssen dringend in ein Krankenhaus. Zu wem gehören? Seht mal, die hatten Sprengsätze. Das hier war ihr nächstes Ziel. Gold Eagle, Sprengladungen im VIP-Bereich. Keine Spur von Makarov. Verstanden. Bereich sichert. Rundum ist alles gesperrt. Wenn Makarov weg will, muss er schnell sein. Sind 5 Minuten entfernt. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Verstanden. Die Tiefgarage. Okay. Bestätigt. Sprengsätze sichern. Dann zum sekundären Exfiltrationspunkt. Verstanden. Ja, was ist los? Gutes Auge. Ziehen! Haltet Ausschau nach Makarov. Feuer einstellen. Schnell in Sicherheit. Los. Da kommt ein Fahrzeug. In Deckung. Könnte Makarov sein. Abstand halten, so. Raus aus dem Fahrzeug! Aus dem Fahrzeug! Ausgeschaltet! Vorwärts und sicher! Wir haben Rettungswagen. Öffnen. Die Hände hoch! Kozuluki! Oh nein. Jesus Christus. Wer ist es? Wladimir Makarov, raus aus dem Fahrzeug, sofort! Ganz vorsichtig. Das ist weit genug. Und jetzt keine Bewegung. Durchsuchen. Sie haben Angst, Captain. Was sollten Sie? Schnauze. Auf die verdammten Knie! Er ist sauber. Wollt ihr mich töten? Kam mir in den Sinn. Ihr solltet es tun. Und ich höre dir, du sagst deinen Männern, sie sollen aufgeben. Dafür wurden sie nicht ausgebildet. Das ist mehr eure Strategie. Achte auf ihn. An alle, wir haben Makarov. Beginn Extraktion. Roger, John. Sie werden um ihn kämpfen. Darauf zählen wir. Okay, nach links. Wir sichern die Fahrzeuge und rücken vor. Roger. Na los! Sicher! Bewegung! Na los! Zu! Ihr lauft in eine Falle. Denkt ihr, ihr könnt mit mir los, laufen? Zu! Los! Mann, komm jetzt! Okay. Was haben wir noch? Wo ist Makarov? Schnapp dir Makarov und dann los. Wo ist er? Na ja. Ich nehme ihn. Hier sind wir nicht sicher. Wir müssen weiter. Ihr seid nirgendwo sicher. Dein Glück verlässt dich, Makarov. Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Planung. Hey, ist nur schlechte Planung. Gehört das Verrotten im Gefängnis auch zu deinem Plan? Sergeant, weiter. Ich bewundere euren Mut. Verfluche eure Dummheit.
Kümmere dich um dich selbst. Los! Jeder Mann ist ersetzbar. Das ist gut. Wir müssen zum Extraktionspunkt. Bewegung! Gott, du bist kein Soldat. Du bist ein Kriegsverbrecher. Auch medizinische Hilfe. Was hindert dich daran, ihn zu helfen, Sergeant? Du! Das ist deine Entscheidung. Du warst das, nicht wir. Das sind unschuldige Leute. Niemand ist unschuldig. Krieg ist Verrat. Du von diesem Scheiß. Ich bin durch. Die Luft ist rein. Ich sehe den Ausgang. Hier lang. Ich hab schon ein bisschen Lust, ihn abzuknallen, ne? Naja. Halte Makarov in Bewegung. Ja, was zieht zu jetzt? Weiter. Zeit, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen. Oh, wo sind sie? Ganz nah. Das sind meine auch. Du hast verloren, sie ist ein. Sieh zu jetzt. Denk an Erfolg. Das Böse gedeiht. Frieden sieht man nicht. Sie greifen an! Ich hab Makarov! Halte sie aus! Okay, ich gehe hin. Luft ist rein. Beim Tor Sonne. Wir gehen raus. Öffne es. Andere Seite. Bleib hier. Schnell. Notigel, wir sind draußen. Ostseite des Stadions. Wie ist der Status? Bravo 6 sind in Position. Achtung! Feindliche Truppen nähern sich von Norden. Ghost gibt Scharfschützenunterstützung. Verstanden. Treffen am primären Exfiltrationspunkt. Ende. Ich nehme Makarov. Mach den Weg frei. Simon Riley. Ich dachte, sie bleiben am Flughafen und sterben dort. Wenn du leben willst, bedroh nicht meine Männer, Wladimir. Sind wir jetzt beim Vornamen? Hörst du? Du kennst also Namen. Jeder kann ein scheiß Dossier lesen. Was ist der Rest deines Plans? Das? Was meinst du mit das?
Erstaunlich. Ihr seid dümmer, als ihr ausseht. Ich habe etwas gefragt. Ich habe auch eine Frage. Wie spät ist es? Was zur Hölle interessiert dich die verdammte Zeit? Zeit ist alles generell. An das hier werden wir uns alle erinnern. Einige lieber als andere. Der Flughafen! Er hat uns abgelenkt! Verdammter Drecksherr! Schießt du das perfekte Hirn raus, Makaro? Du, ich schwöre bei Gott, du es! Na los! Halt dein Maul! Lass mich ihn töten! John, wir haben ihn. Er ist in Gewahrsam und geht nirgendwo hin. Zurück, Sergeant. Ich dachte, ihr werdet die guten Jungs. Dafür schmorst du in der Hölle. Du stirbst im Gulag mit den anderen russischen Ratten. Wir sehen uns wieder, MacTavish. Versprochen. Ich hätte dich nicht aufhalten sollen. Damals war es richtig, Captain. Ja, damals.